Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie der Shimano EN600 Schalter funktioniert. Der Shimano EN600 hat viele Tasten auf kleiner Fläche. Hier oben ist der Ein- und Ausschalter, hier unten ist der Lichtschalter zum Ein- und Ausschalten des Lichtes. Diese beiden Tasten sind zum Einstellen der Unterstützungsstufe. Und hier hat man noch eine kleine Taste, die aber in dem Fall, wenn kein Display mit integriert ist, praktisch ohne Funktion ist. Man kann sie zwar drücken, aber passieren tut nichts. Ein- und Ausschalten geht hier. Nicht einfach drücken, sondern man muss eine Weile drücken, dann loslassen und dann geht's an. Auch beim Ausschalten muss man etwas länger drücken, bis das Licht erloschen ist. Hier oben wird eben über diese LED in grün symbolisiert, dass das Rad an ist. Mit den Unterstützungstasten kann man die Unterstützung durchschalten. Nach oben wird sie immer höher, nach unten wird sie immer weniger. Über diese LED wird symbolisiert, welche Unterstützung gerade aktiv ist. Klein, mittel, hoch. Hoch ist in dem Fall also orange. Mittel ist grün und klein ist blau. Wenn sie aus ist, ist auch die Unterstützung aus. Die untere Taste hat eine Doppelfunktion. Wenn man sie hält, gedrückt hält, leuchtet die untere LED blau. Das bedeutet, dass man jetzt im Modus Schiebehilfe ist. Wenn man die Taste wiederum drückt, ist die Schiebehilfe aktiv und die LED blinkt. Und loslässt, ist die Schiebehilfe wieder deaktiviert. Um aus diesem Modus herauszukommen, muss man einfach die obere Taste einmal drücken. Dann kann man wieder die Unterstützung wählen. Dieses Video wird von raddiscount.de unterstützt. Wie ihr sicher schon selber gemerkt habt, sind in den letzten Jahren die Fahrradpreise ziemlich stark gestiegen. Deswegen ist es eine gute Idee, beim Fahrradkauf zu sparen. Seit über 25 Jahren ist Raddiscount am Markt und bietet preisreduzierte Markenräder online an. Mit unserem Gutscheincode könnt ihr da nochmal 20 Euro sparen. Den Link zum Gutschein und zum Onlineshop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die untere Taste ist zum Licht ein- und ausschalten, wenn das Rad mit Licht ausgestattet ist. Wenn kein Licht integriert ist, dann ist diese Taste ohne Funktion. Funktioniert aber ganz einfach. Drücken an, drücken aus. Das war's zu den Funktionen. Man kann den Schalter über zwei Schrauben noch in eine Position bringen. Eine Schraube findet man hier unten. Das ist einfach die Schelle, um am Lenker zu drehen in die Position, die man möchte. Und hier auf dieser Seite hat man auch noch mal eine kleine Schraube. Damit kann man die Neigung noch mal extra verstellen. Das war's wieder für heute. Weitere Videos von uns gibt es hier drüben zu sehen. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren und hier findet ihr die Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf.